So, liebe Leute, Japan steht als nächstes an und zwar mit dem Qualifikationstraining am heutigen Samstag. Rennen Nummer 18 und wir sind im Qualifikationstraining, wie gesagt. Ja, es regnet. Mal gucken, bis am Ende wird. Das geht's. Gehen wir rein in dieses verregnete Ding. So, da sind wir. Gott sei Dank. Hinterwetter, das heißt, wir können das Trockenwetter fahren. Wir müssen es eh machen. Wir müssen es eh machen. Showing a clear patch on its way. There's about 10 more minutes of this rain. 10 Minuten Regen. Fahren jetzt mal eine Runde. Mal gucken, wie es halt mit dem Truckset ist. Wir müssen sehen, weil sonst ist es schwierig morgen. Die Frage ist, wie stark ist der Regen? Das ist sogar doch lohnt mit dem Trockenwetter. Mit Trockenreifen doch noch zu fahren. Ja, es regnet, okay. Ja, es ist schwierig. Wird zu nass sein wahrscheinlich. Ich sag ja, komplett Rennen morgen. Aber wichtig ist, das Rennen ist trocken. Natürlich. Wes, are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Da konnte ich auch nichts mehr machen. So, ich gehe jetzt noch ein bisschen ohne eher jetzt durch. Ja, mal gucken, was die Zeiten sagen am Ende. Vor allem wird es nach in ca. 6-7 Minuten noch trocken. Also haben wir einen trockenen zweiten Versuch. Naja, mal gucken. So, los geht's. Da wollen wir natürlich sofort wie möglich vorne stehen. Der Pole haben wir bisher noch nicht hinbekommen. Die einzige offizielle Pole, die wir uns geholt haben, die ist uns leider aberkannt worden durch einige Zeitstrafen, Positionsstrafen, wie auch immer. Oder beziehungsweise Teilwechsel. Ist ja glatt hier. Ohnehin. Immer wieder leichte Quersteher. Jetzt mega Quersteher.
leck mich doch am Arsch, Alter. Aber ich hasse das, wenn mich dann Leute tausendfach anrufen müssen. Aber ich kann gerade nichts machen, weil... Es ist arschrutschig. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade mit dem Auto los ist. Jetzt ist der Racing Point, der jetzt hinter mir ist, aber warum auch immer ich jetzt diesen Quersteher drin habe. Aber teilweise kommt die auch. Für dieses Abkürzen kann ich jetzt nichts. ...1,50 momentan. Ja, das war unser erster Versuch, der mal ziemlich böse in die Hose gegangen ist. Also müssen wir gleich auf die trockene Phase achten, weil nie schnellen Reifen kommen. There's only one lap of fuel remaining. So. Und auf einmal geht die Zeit sogar runter. You've dropped to P10. Fahr vor mir. Mick is ahead of you. Their best lap time is a 1 minute 42.7. 2:47, sind 8 Sekunden. Ja, die Runde wird nicht so viel besser werden. Die wird vor allem zeitlich besser werden. Aber naja. Looks like we'll be running on a dry track soon. Back to dry shortly. Best lap so far is a 1:50.4. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio.
Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. We're 22nd in the speed trap, 273.2 kilometers per hour. There's only a few cars out on track. We should consider getting out there. So, da sind wir wieder. Oder ich bin wieder da. Ja, momentan ist der Abstand sehr, sehr groß. Da war, aber ihr habt die Runde gesehen, die war, naja, so ziemlich zu vergessen. Aber wir warten jetzt einfach ab, bis jetzt irgendwann mal, dass die Strecke wieder halbwegs trocken ist, sodass man mal wieder mit Trockensetup, mit Trockenreifen fahren kann. Und vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. Ja, leider regnet es immer noch. Man sieht es so ganz leicht auf der Karte, gerade auf dem Bild. Wenn ihr so ein bisschen rechts guckt, dann sind da noch so vereinzelte Tröpfchen. Und irgendwo, es geht gerade auf die Strecke. Der hat sich gerade... Wir haben noch 6 Minuten. Ist das ein Haas? Ja, das ist Grosjean. Auf Rot. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch auf Rot auf die Strecke. Oh, das war ein bisschen falsch gedrückt. Ich wollte mich hier auf... Was war genau? Naja. Wir müssen einen kleinen Sprung wagen. Müssen wir mal ein bisschen was anderes machen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass die anderen halt nicht auf die Strecke gehen und wir vielleicht sogar noch einen Sprung nach vorne machen können. Okay, das waren die Bremsen. Die sind einfach gar nicht warm. Ah, da gehen aber einige gerade auf Rot. Na gut, gucken wir mal, was die Reifen, was das Auto bringt. Oder was ist das, der Sprung nach vorne bringt. Aktueller Abstand, 11,5 Sekunden auf Valtteri Bottas. Das sollte mit den roten Reifen durchaus machbar sein, dass wir die gepackt bekommen, die Zeit. Aber... Bitter ist halt, dass die anderen auch noch fahren müssten, sonst wäre es einfacher gewesen. So, Bestzeit Sektor 1, klar. Aber die werden die anderen auch haben. Erste ist Grosjean, der eine 37,4 fährt. Die Zeit, die wir eigentlich knacken könnten. Aber mal gucken. Ja. So, mal gucken, was der zweite Sektor jetzt gleich sagt. Irgendwo ist gerade gelb.
Sogar dann abgeflogen da vorne, oder was? Wir gehen jetzt gerade auf die Höhe der Butterszeit. Reicht aber momentan nicht für die Spitze. Ich stehe komplett auf der Bremse drauf. Und trotzdem sagt er mir, du kommst nicht zum Bremsen. Und es reicht nicht. Eine Sekunde hinter Grosjean, das ist genau die Zeit, die wir da auch haben liegen lassen. Die wir in der Haarnadel haben liegen lassen. Jetzt zeigt das Sack gut. Sag mal Violett. So, ich kann mal mehr auf die Vorderachse. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück jetzt, dass ich mit dem Bremsenmesser zurechtkomme. Und ich so hier also die ganze Zeit rauslege hier. So, momentan sind wir Richtung 36.2, Sektor 2 geht ebenfalls aus Violette. 30 seconds left in the session. Also es macht schon viel aus auf einmal diese Vorderradbremse. Und wir gehen jetzt auf P1. Great time. You're currently on pole. Aber die Frage ist, was machen die anderen Jungs noch, ne? George Russell, 34, ja. Eine Sekunde, jetzt gehen sie nämlich alle runter, die Zeiten. Latifi, der Nächste mit einer Bestzeit. Hamilton knallt 31,9 auf die Waage. Wir haben aber noch eine Runde und können mal versuchen, einen Sprung nach vorne zu machen. Die Reifen sind zwar 3 Runden alt, aber irgendwann müssen wir jetzt machen. Max Verstappen, 31,4. Oh nein! Und da wärst du auf Kurs. Gute Zeit. Und er sagt dir, nö, du nicht, mein Freund. Dann war's das für uns. Und am Ende von der provisorischen Pole auf P19, 21. Und mein Grosjean hat sich noch eine Zeit setzt, dann war's das für uns. Hängen wir tatsächlich da, wo wir eigentlich nicht sitzen wollten, in der letzten Reihe nämlich dann. Russell, Platz 18. Boah, der Latifi, der fast da sein Teamkollegen mit abräumt. Und ich mach schon, versuche schon Platz zu machen. Ja, und auf einmal ist hier ein verkehrter Verkehrsstau. Das heißt, Latifi, ja. Und das könnte mal Munitionsstrafe sogar noch geben, vielleicht. Wir müssen in die Box. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück, dass die anderen nicht die Bestzeit setzen konnte. Und Grosjean haben wir gepackt. Damit stehen wir mit ihm in Reihe 11. Schade. Ich hatte ein bisschen mehr gehofft. Vielleicht ein bisschen Glück. Aber ich weiß nicht, wie die Strafen am Ende ausgehen. Ob da tatsächlich noch die eine oder andere Positionsstrafe kommt. Und vor allem, welche Teile noch gewechselt werden bei den anderen Fahrern.
Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Verstappen, Bottas und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Jo, naja, also Positionsstrafen gibt's nicht. Das ist klar, es geht eigentlich nur um die Gridstrafen, falls irgendwelche Teile bei irgendwelchen Fahrzeugen gewechselt werden. Wir werden es sehen. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Was hast du für eine Session gesehen? Das Wetter ist während des Qualifyings nicht ideal gewesen. Was sagen Sie dazu? Ihr Teamkollege war heute besser. Lag das am Setup oder hatte es andere Gründe? Was denken Sie über die Leistung dieses Teams in dieser Saison? Jo. Danke für den Kommentar. So. Gut, dann haben wir's. Heute mit dem Qualifikationstraining. Und morgen sehen wir uns 13 hoffentlich erfolgreiche Rennrunden Jahren aus Japan. Naja, wie immer soll. So, gucken, was wir für Nachrichten noch haben. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder da mit dem Rennen aus Japan.